Kolleginnen und Kollegen, die Bologna-Reform war wohl die tiefgreifendste Strukturreform, die die Hochschulen bisher erlebt haben. Insbesondere die Wirtschaft hatte ja Druck gemacht, dass sie jüngere und auch effizienter ausgebildete Hochschulabsolventinnen und Absolventen wollen. Und 1999 wurde die Hochschulreform in Bologna von den europäischen Bildungsministern und Ministerinnen unterzeichnet. Die Reform war von massiven Protesten der Studierenden begleitet und bis heute wird sie heftig kritisiert. Studierende wenden sich gegen den hohen Prüfungsdruck. Sie wenden sich dagegen, dass es zu wenige Masterstudienplätze gibt und sie prangern die fehlende kritische Auseinandersetzung mit Inhalten an. Dieter Lenzen, Präsident der Uni Hamburg, spricht sogar davon, dass sich Bildung und Bologna gegenseitig ausschließen würden. Die Chefs der Hochschulrektorenkonferenz sagen, dass die Bildung der Persönlichkeit in den Schmalspurstudiengängen auf der Strecke geblieben sei. Nun muss man sich nicht jede Kritik zu eigen machen. Es gibt darin auch eine Haltung, das ist mir sehr wohl bewusst, die von der Exklusivität der Universität träumt und die wohl die Abgeschiedenheit des Elfenbeinturms bevorzugen würde. Und darum geht es uns natürlich nicht. Aber keine Haltung ist, den öffentlichen Diskurs und die Kritik einfach zu negieren. Die Bundesregierung schweigt ausnahmslos zu allen kritischen Punkten. Und das geht nicht, meine Damen und Herren. Sie meinen wohl, es reicht, Erfolge herbeizureden und den Rest einfach auszusitzen. Das Bildungsministerium reduziert sich darauf, zu verkünden, dass der Bachelor eine Erfolgsstory sei. Aber das sehen ja nicht mal die Unternehmen so. Und Ihnen müsste auch bekannt sein, dass Bachelor-Absolventinnen und Absolventen von Universitäten beim Berufseinstieg immer noch 26% weniger Lohn bekommen als die mit traditionellen Abschlüssen. Und das kann nicht so bleiben. Und Fakt ist doch, gerade mal 17% der Bachelorstudierenden gehen ins Ausland, obwohl doch Mobilität das große Ziel der Reform war. Nicht einmal jeder Zweite schafft das Studium in der vorgegebenen Regelstudienzeit. Jeder vierte Studienanfänger bricht das Studium ab. Und das ist im Jahr 16 nach der Reform einfach eine schlechte Bilanz und auch nicht mit Umsetzungsproblemen zu erklären. Und zynisch ist es, dass es Frau Wanka Ende letzten Jahres bedauerte, dass sich die Studierenden heutzutage so wenig für Politik interessieren. Zynisch ist das deswegen, weil es immer die Unionsparteien waren, die Studierendenproteste und die sich einmischende Studierende klein und schlecht geredet haben und weil diese Entpolitisierung, die heute diskutiert wird, ganz schlicht eine Folge ihrer Politik ist. Und das sollten Sie mal zur Kenntnis nehmen. Der dauernde Druck, den Bologna produziert hat, nimmt den Studierenden die Luft zum Atmen. Und es ist natürlich die Unterfinanzierung und die einseitige Auslieferung an Wirtschaftsinteressen, die die Hochschulen als Ort der Kritik, als Ort der Reflexion zunehmend austrocknen. Und daran will diese Regierung doch nichts ändern. An all dem halten Sie fest, weil Sie die Bologna-Reform offenbar genau so wollten. Also vergießen Sie keine Krokodilstränen um mangelndes politisches Engagement und seien Sie an der Stelle dann lieber ehrlich, dass es Ihnen so ganz recht ist. Die Kollegen Rossmann von der SPD und Kai Gehring von den Grünen haben kürzlich, oder ich glaube, es ist ungefähr ein Jahr her, in einem gemeinsamen Artikel davon gesprochen, dass das gestufte Bachelor-Master-System eine Chance für die Kultur des lebenslangen Lernens sei. Und ich sage, ja, wünschen würde ich mir das natürlich auch. Aber ich finde, die Realität gibt das bisher überhaupt nicht her. Bislang schafft dieses System keine neuen Zugänge, sondern es schafft leider neue Hürden. Es selektiert bisher und es schließt aus. Und genau davon haben wir mehr als genug. Wir brauchen wirklich keine neuen Schranken im Bildungssystem. Und die Forderungen, ich muss Ihnen auch sagen, die Forderungen, die Wirtschaftsvertreter wie zum Beispiel die Deutsche Industrie- und Handelskammer jetzt aufstellen, die setzen dem Ganzen doch wirklich noch die Krone auf. Die fordern noch mehr Praxisbezug und meinen in Wahrheit einen noch passgenaueren Zuschnitt auf die eigenen Ansprüche. Und dafür schlagen sie dann zum Beispiel vor, kann man ja das Auslandssemester auch ganz streichen. Das bräuchten doch die meisten eh nicht, weil sie ja am Ende in deutschsprachigen Unternehmen arbeiten werden. Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, genau das ist der Kern der Auseinandersetzung. Und genau hier teilen sich auch die Positionen. Geht es um eine Bildung, verstanden als Menschenrecht, verstanden als Horizonterweiterung und als Persönlichkeitsbildung? Oder geht es um einen Bildungsbegriff, der nur noch das kurzfristige Fitmachen für den Arbeitsmarkt im Blick hat? Die Antwort der Linken ist da eindeutig. Wir sagen Entschleunigung statt Verkürzung und Prüfungsstress.
Wir sagen Öffnung und Durchlässigkeiten statt neue und alte Hürden. Wir wollen nachhaltiges und kritisches Wissen statt marktkonformes Know-how. Und dieses Bildungsverständnis brauchen wir im Übrigen in allen Bildungsbereichen und nicht nur in der akademischen Bildung. Und wir brauchen endlich auch mal Reformprozesse, die von unten entstehen, an denen Studierende, Lehrende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beteiligt sind und beteiligt werden. Und damit würde es dann vielleicht auch mal was werden mit dem europäischen Hochschulraum. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion spricht jetzt. Das war die Abgeordnete Nicole Gohlke für die Linksfraktion. Nächste Rednerin ist jetzt Daniela de Ridder für die SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende. 1786, man höre und staune, reiste Johann Wolfgang Goethe von Weimar nach Italien. Für den damals 37-Jährigen waren es beschwerliche 956 Kilometer, bis er endlich Bologna erreichte. Was trieb den Juristen und Schriftsteller Goethe um, dass er diese Strapazen auf sich nahm? Studien waren es in der Tat. Er interessierte sich für Flora und Fauna, richtig, Herr Kollege? Kunstgeschichte und Architektur gehörten auch dazu. Dies alles kann man im Übrigen in seinen Tagebuchaufzeichnungen nachlesen, die er später als Italienreise veröffentlicht hat. Hatten die europäischen Wissenschaftsministerinnen und Minister, die vor 16 Jahren den Bologna-Prozess angestoßen haben, Goethe gelesen? Ich weiß es nicht. Überliefert ist es nicht. Wohl aber ist überliefert die Idee, die sie seinerseits hatten. Es ging und es geht um die Öffnung des europäischen Hochschulraumes. Und das ist in der Tat die Stärkung der Mobilität von Studierenden, von Lehrenden und Forschenden, aber auch von Beschäftigten im Hochschulwesen. Zu dieser Idee gehört in der Tat das Voneinander und das Miteinanderlernen, das Anerkennen von Studienleistungen, liebe Kollegin, sowie die Stärkung der Berufsbefähigung. Darum geht es, um das sogenannte Employability. Reisen bildet und Auslandsaufenthalte helfen, Fremdheit zu überwinden. Und das ist doch immer ein inspirierender Lernprozess, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute gehören 47 Länder, man höre und staune, zum Bologna-Hochschulraum. Und dazu gehören neben den bekannten und erwarteten vor allem auch solche Länder wie Albanien, Aserbaidschan, der Vatikanstaat, Kasachstan und die Ukraine. Und Weißrussland, finde ich, darüber können wir auch noch mal nachdenken, führen gerade Beitrittsverhandlungen. Zunächst, das will ich gerne zugeben, Frau Gohlke, war der Bologna-Prozess sehr sperrig. Magister- und Diplomstudiengänge wurden auf Bachelor und Master umgestellt. Und Kritik handelte sich der Prozess auch aufgrund der Verdichtung der Studieninhalte ein. Man sprach von Bulimie-Lernen. Aber das ist eine Diskreditierung des Bologna-Prozesses, denn Probleme an den Hochschulen gab es auch schon vor dem Bologna-Prozess. Und die gilt es und die galt es zu verringern. In den vergangenen 16 Jahren haben wir deshalb, lassen Sie mich das noch mal betonen, viel erreicht und noch mehr getan, um diesen Prozess zu unterstützen und zum Erfolg zu machen. Wir haben Studienleistungen anerkannt. Ich erinnere an das ECTS-System. Wir haben das Stipendienprogramm Erasmus Plus ausgebaut. Wir haben Bologna macht mobil beim DAAD angesiedelt, wo Hochschulkooperationen zwischen deutschen und europäischen Hochschulen ausgebaut werden. Wir haben, und darauf bin ich besonders stolz, das Auslands-BAföG ausgebaut. Hier kann man nämlich Reisekosten beantragen und auch die besonders teuren Studiengebühren sich flankieren lassen. Wir haben ja Gott sei Dank keine mehr in der Bundesrepublik. Wir haben aber noch mehr gemacht. Und da bin ich ganz dankbar, dass wir auch den europäischen Raum verlassen haben. Für Studierende aus Drittstaaten, die bei uns studieren, haben wir jetzt ermöglicht, dass sie 18 Monate nach ihrem Studienabschluss noch hier bleiben können, um einen Job zu finden. Das zeigt doch, dass wir die Internationalisierung deutlich ausgebaut haben und uns sicher sein dürfen, dass es auch noch weitergehen kann. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, ich bin SPD-Bundestagsabgeordnete und ich glaube, meine Partei steht keineswegs im Verdacht, sich mit dem Erreichten zufrieden zu geben. Im Gegenteil. Daher nehmen wir die Herausforderungen, die sich auch in der Zukunft stellen, gerne an. Ich will einige wenige Beispiele nennen. Der Hochschulpakt ist schon benannt worden. 10% der Landes- und Bundesmittel sollen für die Stärkung des Studienerfolgs zur Verfügung gestellt werden. Allein die Bundesfinanzierung, ich habe etwas andere Zahlen als Herr Rachel, bis 2023 beträgt
beträgt 20,3 Milliarden Euro. Und hier flankieren wir die Universitäten und vor allem auch die Fachhochschulen sehr deutlich. Wir stärken die Qualität von Lehre durch den entsprechenden Pakt und verbessern noch mal deutlich die Betreuung von Studierenden. Denn um die geht es. Da haben Sie ja recht, aber das machen wir schon. Und wir wollen die Studienabbrüche vermeiden und den Studienerfolg ausbauen. Im Bund-Länder-Programm sind dafür bis 2020 weitere 2 Milliarden Euro veranschlagt. Sagen Sie doch bitte nicht, das sei nichts. Wir werden auch die Doppelabschlüsse zwischen deutschen und europäischen Hochschulen ausbauen und dabei, da dürfen Sie sicher sein, auch die Qualitätssicherung der Dual Degrees achten. Wir fördern einerseits Berufsorientierung und andererseits Berufsbefähigung durch Kompetenzlernen. Auch das Projekt Nexus, Herr Rachel hat es nicht erwähnt, sowie die Programmlinie Aufstieg durch Bildung, offene Hochschule. Damit unterstützen wir die vielfältigen Studierendengruppen und ihre Lernerverschiedenheit. Diversity Management heißt hier das Gebot der Stunde. Die qualitätsoffensive Lehrerbildung in der Tat fördert dezidiert solche Konzepte, die einen Auslandsaufenthalt von Lehramtsstudierenden, Lehrenden und Forschenden ermöglichen. Unser Ziel ist es, und auch darauf bin ich stolz, dass jeder zweite Studierende während des Studiums im Ausland war. Bisher sind es 30%. Wir wollen, dass es 50% werden. Das ist ein ehrgeiziges Ziel, aber das, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart, und darauf dürfen wir stolz sein. Mit dem Bologna-Prozess unterstützen wir allerdings auch Demokratielernen. Denn durch den Blick über den Tellerrand können Erkenntnisse gewonnen werden, die für mehr Offenheit und Toleranz stehen, gerade nämlich durch den Vergleich mit dem Ausland. Reisen bildet, das wusste nicht nur Goethe. Und lieber Herr Rachel, bitte richten Sie eine kleine Botschaft an Frau Ministerin Wanka aus. Ich würde mir wünschen, dass Frau Wanka in der Tat nach Jerewan in Armenien fährt und an der Bologna-Konferenz teilnimmt, und das persönlich. Bitte machen Sie auch deutlich, dass es eine Botschaft gibt, die Sie dort vertreten sollte, nämlich, dass Bildung insbesondere für junge Menschen, aber auch für den Bereich des lebenslangen Lernens immer auch Zukunftschancen beinhaltet. Es ist wichtig, dass wir Armenien nicht nur mit dem Genozid in Verbindung bringen, sondern auch mit Klugheit, Innovation und Wissensdurst. Anders als bei Goethe kann Frau Wanka die Distanz von Berlin nach Jerewan leicht überwinden, auch wenn es 3.306 Kilometer sind. Mehr als um die Überwindung von geografischen Distanzen gilt es, die Distanzen zwischen Menschen zu überwinden und abzubauen. Seien wir also optimistisch und zukunftsorientiert. Und stecken wir damit bitte, lieber Herr Rachel, auch unsere europäischen Nachbarn an. Vielen Dank. Vielen Dank. Daniela de Ridder war das für die SPD-Fraktion. Nächster Redner ist jetzt Kai Gehring, der Sprecher für Hochschule, Wissenschaft und Forschung der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende! Der Bologna-Prozess hat die Perspektive auf einen europäischen Hochschulraum eröffnet und das Studium grundlegend verändert. Die Ziele ambivalent bis ambitioniert, die Umsetzung lange umstritten und mehrmals korrigiert, heute auf halbwegs vernünftigen Gleisen, aber unvollendet. So blicken wir Grüne auf 16 Jahre Studienreform in Deutschland. Zwei Aspekte sind mir für die nationale Umsetzung besonders wichtig. Erstens die Chancen der Studierenden, die sich aus der Bachelor-Master-Struktur ergeben, und zweitens die soziale Öffnung unserer Hochschulen. Und ich denke, zu beiden Aspekten gibt es noch viel zu tun, auch für diese Bundesregierung. Wissenschaftsministerin Wanka, wenn sie denn wirklich selber fährt, macht sich mit einer durchwachsenen Bologna-Bilanz auf den Weg zur Ministerkonferenz nach Jerewan. Bachelor und Master sind als Abschlüsse weitestgehend etabliert. Erstklassige Studienbedingungen, höhere Qualität und mehr Mobilität für alle Studierenden lassen aber weiter auf sich warten. Ein erfolgreiches Studium gehört endlich in den Mittelpunkt der Bologna-Reform, hierzulande und europaweit. Und erfolgreiches Studieren heißt für mich persönliches Wachstum, breite Bildung und Perspektiven als Absolvent. Darum geht's. Zentrales Ziel der Bologna-Reform, lieber Herr Rachel, ist die Öffnung der Hochschulen, vor allem für Studierende der ersten Generation. Und in diesem Feld
ist der Fortschritt in Deutschland leider eine Schnecke. Ob jemand studiert oder wenn er oder sie dann studiert, ob er oder sie dann wirklich auch mobil ist, hängt sehr stark von der sozialen Herkunft und dem Konto der Eltern ab. Und es ist nicht leicht, diese Muster zu durchbrechen, aber es ist einfach völlig unbefriedigend, wie wenig die Große Koalition dafür tut. Warum kommt die BAföG-Erhöhung erst im Herbst 2016 und warum fällt sie so zaghaft aus? Die Studierenden brauchen jetzt eine höhere und bessere Studienfinanzierung. Meine Damen und Herren, freuen wir uns gemeinsam über 2,7 Millionen Studierende in Deutschland. Das ist gut für Bildungschancen und unser Hochtechnologieland. Das Herbeireden eines angeblichen Akademisierungswahns ist deplatziert und fahrlässig. Anstatt diese Phantomdebatte weiter zu befeuern und Studierende zu attackieren, wäre es dringend notwendig, dass CDU, CSU und SPD den Vorschlägen der grünen Opposition folgen. Wir wollen sowohl die duale Ausbildung stärken als auch die Hochschulen sozial öffnen. Durchlässigkeit und Ausbildungsgarantie, um beides geht es. Ein sozialeres und wissensbasiertes Europa muss Hürden abbauen und Mobilität für alle gleichermaßen ermöglichen. Dafür muss die Koalition mehr tun. Die Gesamtverantwortung des Bundes für das Hochschulsystem lässt sich nicht einfach an die Länder und an die Hochschulen delegieren, so wie sie das in ihrem Antrag machen. Und mit reiner Lobhudelei und Nichtstun, da riskiert man nämlich die Akzeptanz der Reform, liebe Koalition. Denn für Reformgegner gilt Bologna wahlweise als neoliberales Ungeheuer oder als Ruhestörung im exklusiven Elfenbeinturm. Liebstes Feindbild ist dann der Bachelor. Glaubt man manchen Wirtschaftsvertretern, hat ein Bachelor-Absolvent zwei linke Hände. Glaubt man manchen Konservativen oder der Linksfraktion, hat ein Bachelor den geistigen Horizont eines Maulwurfs. Und erst der Master macht ihn zur intellektuellen Lichtgestalt. All das ist selektive Wahrnehmung und Schwarz-Weiß-Denken. Die Realität ist differenzierter. Schön beten wie schlecht reden, beides wäre verkehrt. In einzelnen Fächern ist erst der Master oder gar die Promotion Eintrittskarte in den Arbeitsmarkt. Es war aber auch schon zu Diplomzeiten so. In der Mehrzahl der Fächer gibt es auch mit Bachelor in der Tasche sehr gute Einstiegsbedingungen. Darum, wir brauchen keinen Masterzwang, sondern Masterplätze für alle, die Master studieren wollen. Ja, Sie sagen aber, Master ist Regelabschluss und finde ich, muss es nicht immer sein. Denn die zweistufige Masterstruktur macht Sinn. Überquellende Curricula und permanenter Prüfungsstress sind Unsinn. Entfrachten von Studiengängen ist einfach keine Mission Impossible, da muss aber einfach mehr passieren. Und wem im Ausland erworbene Studienleistungen nach der Rückkehr nicht anerkannt werden, ist natürlich zu Recht sauer und demotiviert. Und deshalb fordern wir als Grüne seit Jahren eine echte Anerkennungsgarantie, damit Mobilität persönliches Wachstum bringt. Also, der Druck muss raus, die Studienabbrüche müssen runter, Zeitfenster und ein förderliches Lern- und Arbeitsumfeld müssen her. Allein dafür müssen Bund, Länder und Hochschulen ihre Zusammenarbeit ausbauen. Ein weltoffenes und ein modernes Deutschland muss den freizügigen europäischen Hochschulraum konsequent verwirklichen, für die junge Generation mehr Mobilität wagen und Hochschulzugänge öffnen, unabhängig von den Herkünften. Damit würde Studieren besser und Europa sozialer und erfahrbar. Und darum muss es uns allen gehen. Vielen Dank. Herr Gehring war das, Bündnis 90, die Grünen. Weiter geht es jetzt mit Katrin Alpsteiger für die CDU-CSU. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ja, fast 16 Jahre ist es her. Da haben sich 29 Bildungsminister getroffen, um Studiengänge und Studienabschlüsse zu harmonisieren. Und das war der Anfang, der Beginn und Grundstein dieses europäischen Hochschulraums. Und genau dieser ist ja inzwischen kein so ein abstraktes, ungreifbares, nur politisches Gebilde mehr, sondern es ist Normalität geworden. Normalität für Studenten in insgesamt 47 Staaten, die Teil dieses europäischen Hochschulraums inzwischen geworden sind. Und im Rahmen dieser Entwicklung sind nationale Abschlüsse wie der Magister,
bei uns und das Diplom, das so heiß geliebt war. Und wir wissen alle, dass es heftige Diskussionen darüber gab. Und tatsächlich schlägt auch das Herz. Ich bin selber Diplom-Absolventin ab und zu noch dafür. Das gebe ich offen zu. Aber sie sind zu europäischen Abschlüssen geworden, zu Bachelor und zu Master. Und das war vor 20 Jahren noch Science-Fiction. Inzwischen ist es Realität geworden. Ebenso Realität ist es geworden, dass schwedische, britische und deutsche Absolventen plötzlich vergleichbare Studienleistungen und vergleichbare Abschlüsse machen können. Auch das war vor 20 Jahren noch absolut undenkbar. Und da zeigt sich an der Stelle, dass durchaus Europa dann am allerbesten ist, wenn es konkrete, greifbare Ergebnisse für Alltagsverbesserungen für den einzelnen Menschen hervorbringt. Und tatsächlich ist es so, ich würde es sogar als gelebte europäische Integration bezeichnen und das natürlich sogar über die Grenzen der Europäischen Union hinaus. Und deswegen finde ich, dass heute die Debatte durchaus Anlass gibt zu Lob und zu Freude darüber, was sich in den letzten Jahren alles entwickelt hat. Selbstverständlich kann man an der Stelle auch durchaus auf die Punkte hinweisen, wo noch Entwicklungspotenziale schlummern, wo es noch Verbesserungspotenziale gibt, aber nicht nur Kritik zu üben um der Kritik willen. Stichwort Auslandserfahrung. Auslandserfahrung ist für Studenten enorm wichtig. Ich habe selber die Möglichkeit gehabt, im Ausland zu studieren, und ich kann sagen, dass es nicht nur eine Entwicklung ist, eine persönliche Erfahrungserweiterung des Wissens im einzelnen Studiengang, sondern vor allem auch einen persönlich unfassbar nach vorne bringt, weiterbringt, und das ist für die Persönlichkeitsstruktur, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Deswegen ist es auch ein Glück, dass inzwischen immer mehr Studenten die Möglichkeit haben, ins Ausland zu gehen und diese Chance auch nutzen. Bei 30% Mobilitätsquote liegen wir zwar seit 2009 konstant auf diesem prozentualen Niveau, aber bei immer mehr Studenten, die es ja schließlich in Deutschland gibt, sind die Anzahlen derjenigen, die ins Ausland gegangen sind, natürlich massiv nach oben gewachsen, und das ist auch gut so. Da werden wir auch mit der Internationalisierungsstrategie noch einen ganz schönen Weg vor uns haben, der Anlass gibt zu positiven Entwicklungen. Vergleichbarkeit der Abschlüsse ist ein ganz wichtiges Thema, aber beim Harmonisierungsprozess fängt es ja schon früher an, und zwar da, wo es um die einzelne Studienleistung geht. Da ist sicherlich noch viel zu tun, denn gerade bei dem Punkt ist es ja ein Motivationsfaktor für einen Studenten, sich zu entscheiden, ins Ausland zu gehen, wenn er auch weiß, dass was er dort an Studienleistung erbringt, wird tatsächlich hier auch anerkannt. Das ist nicht ganz einfach. Trotz der prozentual guten Entwicklung von 41 auf inzwischen fast 70% sieht die Realität manchmal an der einen oder anderen Hochschule noch ganz anders aus. Ganz problemlos läuft es hier nicht. Da müssen die Hochschulen auf jeden Fall ran, ihre Spielräume, die sie haben, hier zu nutzen und schneller, transparenter ihre Spielräume nutzen und vor allem hier Verbesserungen bei der Verlässlichkeit der Anerkennung schaffen. Dafür wollen wir uns auch einsetzen. Und dann passiert das, was ganz wichtig ist beim Prozess: Wo Bachelor draufsteht, ist auch Bachelor drin. Und zwar völlig egal, ob man diesen Abschluss in Athen erwirbt oder in München. Die Bundesregierung wird auf der Bologna-Konferenz nächste Woche in Jerewan auf viele Punkte, die hier angesprochen wurden, hinweisen und sich auch dafür einsetzen. Und ganz wichtig an der Stelle ist zu sagen, wir Deutschen sind in vielen Dingen, die diese Bologna-Reform angeht, Vorbild. Wir haben einige tolle Projekte und Programme, die auch die Kollegin Frau de Ridder schon angesprochen hat. Aber andere Staaten müssen halt auch noch nachziehen. Und dafür muss man sich einsetzen. Da verlassen wir uns drauf, und das sind wir auch allerbeste Dinge. Zum Schluss noch einen herzlichen Dank an die Kollegen Schipanski und de Ridder. Es hat Spaß gemacht, den Antrag mit Ihnen zusammen zu erarbeiten. Und ja, mein Fazit, mein persönliches ist, bei so manchem europäischen Projekt stehen wir vielleicht erst noch im Halbfinale. Da muss das ein oder andere Spiel noch gewonnen werden. Manchmal reichen auch 3 Tore nicht aus, aber beim europäischen Hochschulraum, da sind wir auf jeden Fall schon im Finale angekommen. Herzlichen Dank. Dankeschön. Die Rede von Katrin Alpsteiger war das, CDU-CSU-Fraktion. Nächster Redner ist jetzt Ernst-Dieter Rossmann, der Sprecher für Bildung und Forschung der SPD. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es hat ja schon gute Tradition, dass wir vor den Bologna-Konferenzen, wo uns die Regierung vertritt, im Parlament darüber diskutieren, wie wir das unterstützen können und in welchem Geiste das geschehen soll. Und ich will 3 Punkte herausgreifen, die sich nur im Antrag der Koalitionsfraktionen und nicht im Antrag der Linken und auch nicht im Antrag der Grünen mitfinden. Der erste Punkt ist:
Sie erinnern sich, dass 2001 die erste Bonn-Konferenz in Prag war. Jetzt war 2010 eine in Budapest, 2012 in Bukarest, jetzt in Erivan. Und wir sagen in unserem Antrag, ja, wir möchten, dass auch in Erivan die osteuropäische Orientierung sich praktisch dokumentiert. Und sagen ganz ehrlich und klar, wir möchten auch, dass Weißrussland eine Chance bekommt, sich dem Bologna-Prozess mit anzuschließen. Weil es ist nicht zu erklären, dass die Russische Föderation, dass ein so demokratischer Staat wie Kasachstan, Moldau mit dabei sein sollten, aber Weißrussland 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg dieses nicht bekommt. Ich kann das auch anders ausdrücken. Nichts ist demokratiesubversiver als ein aufgeklärter Student, der in einem anderen europäischen Land mitstudiert hat. Das darf man nicht offiziell sagen, aber wir dürfen alle daran denken. Und deshalb das Werben dafür, dass die Bundesregierung an der Stelle ihr Gewicht einbringt, dass es einen 48. Staat gibt, der sich der europäischen Bildungsidee anschließen kann. Das Zweite, Herr Rachel, wir begrüßen das seitens der SPD, aber auch der gesamten Koalition ausdrücklich, dass Sie die Lehrerbildung mit in den Mittelpunkt stellen, wofür andere mit überzeugt werden sollen. Denn man kann Zahlen nehmen, und bei den Zahlen wissen wir, dass nur 25% der Lehramtsstudierenden einer Königsdisziplin an den Hochschulen ein Auslandsstudium mitmachen und über 35 schon der übrigen. Und diese Differenz ist nicht zu erklären. Sie ist auch nicht zu begründen. Sie hat auch keine Perspektive. Wenn wir tatsächlich Internationalität, die Selbstverständlichkeit, dass man auch im Ausland seinen Geist erweitern kann, dass man eine Weltoffenheit mitentwickelt, vermitteln will, dann doch über den Bildungsträger Lehrer, über die Persönlichkeit Lehrer. Und eigentlich wüssten wir, wenn wir nicht arrogant wären, sagen, 100%, die ein Lehrerstudium machten, müssten eine Auslandserfahrung mithaben. Ein großes Ziel, aber man darf mit Bologna auch große Ziele verbinden. Und wir finden es gut, dass der DAD sich auch damit auseinandergesetzt hat, 2013 schon eine Tagung gemacht hat mit 7 sehr konkreten Punkten und fühlen uns bei der Bundesregierung jetzt bestens aufgehoben, dass sie dieses auch mit nach Erivan und in Folgekonferenzen trägt. Und der dritte Punkt, der sich auch nur im Antrag von CDU, CSU und SPD findet, ist der Begriff der europäischen Bildungsidee. Es gibt ja welche, die sagen, dass der ganze Bologna-Prozess ein technokratischer Prozess ist. Es ist auch gut, wenn es saubere Strukturen gibt und man darf die Technokratie nicht diffamieren. Aber was ist europäische Bildungsidee? Ist europäische Bildungsidee nicht die Freiheit des Geistes, die Freiheit, Menschen zu bilden, zu Selbstständigkeit und Freiheit, zu Kritikfähigkeit, zu Ideologiekritikfähigkeit? Ist nicht auch europäische Bildungsidee die Ganzheitlichkeit von Bildung, europäische Bildungsidee die von Weltoffenheit? Und wenn der Bologna-Prozess jetzt über die Struktur der Internationalität und die auf Vergleichbarkeit, auf Mobilität und anderes zielt, auch anstößt, dass wir uns um die Qualität der gemeinsamen universitären, hochschulischen Bildung in diesem großen europäischen Bildungsraum zukünftig mit bemühen, dann wird es Streit geben. Aber schon die Qualität des Streites kann eine Qualität des europäischen Bildungsraums werden. Und deshalb nochmal Anerkennung auch für die Grünen, für die Linken, dass sie den Bologna-Prozess technokratisch, strukturell mit optimieren wollen. Wir werben dafür, die Bundesregierung loszusenden mit den drei klaren Botschaften, die Osteuropa-Orientierung komplett zu machen, dass auch Weißrussland seine Chance bekommt, die Lehrerbildung zukünftig in den Mittelpunkt zu stellen, weil es ist ein Treibriemen bis hin der Vision des Europalehrers und im Übrigen an der europäischen Bildungsidee mitzuarbeiten. Das hat Bologna verdient. 1119 ist es losgegangen, 2090 müsste es gut abgeschlossen sein. Danke. Vielen Dank. Nächster Redner. Hans-Dieter Rossmann war das für die SPD-Fraktion. Jetzt geht es weiter mit Tankred Schipanski, CDU, CSU. Also Wasser trotzdem wechseln. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Rossmann hat es gesagt, es ist eine gute Tradition, dass wir begleitend zu den internationalen Bologna-Konferenzen hier eine Debatte im Bundestag führen. Und traditionell ist es natürlich auch, dass die Koalition und die Opposition da ganz unterschiedliche Sichtweisen haben. Aber lieber Kollege Gehring, noch nie haben wir hier von einem Akademisierungswahn in Bezug auf Bologna gesprochen. Und traditionell ist es aber auch so, dass der Vorschlag, den die Linke hier jedes Jahr oder alle zwei Jahre erneut einbringt, weit an der Realität vorbeigeht. Sie haben sich leider nichts Neues einfallen lassen. Seit Jahren lesen wir keine Luft, zu viel Arbeitsdruck, zu viel Anwesenheitspflichten in den Universitäten.
Sie lassen sich einfach nichts Neues einfallen, liebe Frau Kohlke. Von daher verweise ich einfach auf die vielen Reden, die wir da schon gehalten haben in den anderen Debatten. Schauen Sie sich da die Argumente einfach noch einmal genau an, bevor Sie Ihren Eintrag demnächst wieder einbringen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Unionsfraktion begleitet den Bologna-Prozess seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Wenn wir auf den Antrag blicken, da haben wir es einmal ein bisschen gemeinsam formuliert, ob es der kontinuierliche Aufwuchs beim Hochschulpakt ist, ob es der Pakt für gute Lehre ist, den wir auf den Weg gebracht haben, die Exzellenzinitiative, die vor allen Dingen die Attraktivität für ausländische Studierende, aber auch für ausländische Lehrende ein ganzes Stück erhöht hat, die Aktivitäten des DAAD, Frau de Ritter hat darauf hingewiesen, und der DAAD wird von uns eigentlich sehr gut finanziell unterstützt, allen voran vom BMBF. Und natürlich auch, was wir in dieser Legislatur auch sehr besonders angehen, der kontinuierliche Ausbau der Berufs- und der Studienorientierung. Und in dieser Legislatur, liebe Kolleginnen und Kollegen, die große BAföG-Reform, keine Förderungslücken bei Bachelor-Master, wir haben es gehört, der BAföG-Zugang für Drittstaatsangehörige wurde erweitert und natürlich, das muss hier auch dringend erwähnt werden, die riesige finanzielle Entlastung der Länder, 1,7 Milliarden Euro pro Jahr, ein substanzieller Beitrag zur Grundfinanzierung unserer deutschen Hochschulen. Das können die Länder jetzt einsetzen, um die Studienbedingungen zu verbessern, insbesondere auch die soziale Dimension von Bologna voll zu finanzieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bund hat eine ganze Menge getan. Dennoch bleiben Dinge offen, Probleme vor Ort. Wir haben das gehört. Ja, das sind drei Dinge, lieber Herr Gehring. Zum einen ist es die Überspezialisierung der Studiengänge. Wenn ich sehe, dass wir 9.837 grundständige Studiengänge haben und 8.120 weiterführende Studiengänge, dann ist diese Spezialisierung einfach ein ganzes Stück zu extrem. Und man kann nur die HAK insbesondere auffordern, das wieder ein ganzes Stück auf ein Normalmaß zurückzufahren. Wir haben weiterhin die Probleme, die auch Kai Gehring angesprochen hat, die gegenseitige Anerkennungspraxis innerhalb der deutschen Hochschulen, aber auch wenn Studierende vom Ausland mit ihren Abschlüssen kommen. Das können wir gesetzgeberisch nicht lösen, auch fiskalisch nicht lösen, sondern das ist der Autonomie der Hochschulen geschuldet. Und wir appellieren ja auch in diesem Antrag ausdrücklich an die Hochschulrektorenkonferenz, hier gemeinsame Standards zu entwickeln, Verabredungen zu treffen. Und ich finde, lieber Herr Gehring, die Idee einer Anerkennungsgarantie, darüber muss man nachdenken. Das finde ich einen interessanten Punkt. Denn wir können nicht festlegen, wann eine Klausur korrigiert wird, wann sich in ein Seminar einzuschreiben und so Ähnlichem. Das ist Hochschulautonomie. Das müssen wir da auch ein ganzes Stück anerkennen. Was den Master betrifft, das kommt auch regelmäßig. Wir haben einen festen Standpunkt. Den haben wir auch in dieser Legislatur nicht geändert. Jeder, der die Leistung bringt, soll einen Masterstudienplatz erhalten. Und beim Master geht es um eine wissenschaftliche Vertiefung. Der Regelstudienabschluss ist der Bachelor. Und die Frage der Masterstudienplätze muss natürlich fachspezifisch beantwortet werden. Natürlich gibt es auch Studiengänge, wo der Master als Regelabschluss zählt. Aber unsere differenzierte Hochschullandschaft macht da, glaube ich, auch ein sehr klares, differenziertes Angebot. Abschließend noch, Kollege Rossmann hat es angesprochen, ich glaube, unser Antrag, ganz wichtig, Blick auf Osteuropa, auf Mobilität nach Osteuropa ein ganzes Stück zu erhöhen. Von Osteuropa kommt schon eine ganze Menge nach Deutschland, aber ich kann nur sagen, neben Frankreich und Großbritannien haben natürlich auch Estland, Polen und auch Armenien sehr gute Hochschulen. Und in diesem Sinne sollte auch der Passus von Belarus ein ganzes Stück verstanden werden. Noch ein Wort zum Arbeitsmarkt und die Bachelor-Absolventen. Wir haben zwei Studien dazu lesen dürfen vom DIHK und eine vom Deutschen Institut der Wirtschaft in Köln. Ich empfehle einen Artikel aus der Welt vom 4. Mai dazu, der aufklärt, wie diese verwirrenden Zahlen unter Umständen ein Stück zustande kommen. Für mich steht fest, diese Zahlen sprechen für die Akzeptanz des Bachelors in der Wirtschaft. Und wir sind da auf dem richtigen Wege. Ich wünsche der Bundesregierung, dem BMBF, viel Erfolg in Jerewan auf der Bologna-Konferenz und bitte Sie herzlich, unserem Koalitionsantrag zuzustimmen.